Nach dem Liebesaus zwischen Ariana Grande und dem Rapper Mac Miller schalten sich die Fans ein. Diese Fans lassen nun diese Sprüche raus und attackieren damit die Sängerin. Sie ist bereits glücklich mit einem neuen Kerl, während er damit noch nicht ganz klarkommt. Ein Fan zum Beispiel schreibt auf Twitter, Mac Miller fährt sein Auto zu Schrott und wird wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen, nachdem Ariana Grande ihn für einen anderen Typen verlassen hat. Und das, nachdem er ihr sein Herz in seinem Album ausgeschüttet hat. Das ist das herzzerreißendste, was in Hollywood passiert. Doch die Sängerin Ariana Grande will das nicht auf sich sitzen lassen und kontert direkt. Sie antwortet, wie absurd, dass du weibliche Selbstachtung und Selbstrespekt herunterspielst, indem du sagst, dass man in einer toxischen Beziehung mit jemandem bleiben sollte, nur weil er ein Album über dich geschrieben hat, was nebenbei gesagt nicht mal der Fall ist. Nur sein Song Cinderella handelt von mir. Ich bin weder ein Babysitter noch eine Mutter und keine Frau sollte das Gefühl haben, dass sie das für ihren Partner sein muss. Hoffen wir, dass sich die Lage sehr bald beruhigt und dass Ariana und Miller Freunde bleiben können. Wie seht ihr eigentlich das Ganze? Ist Ariana schuld an der Situation von Mac Miller? Und waren sie eigentlich ein tolles Liebespaar? Schreibt eure Antwort unter dem Video und abonniert Check the Celeb.